Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Unterhaching zu Gast in Münster. Mit einem Sieg hätte die Spielvereinigung auf Platz 2 springen können. Es wurde ein intensives, emotionales Spiel. Sascha Hildmann mit Münster im Abstiegskampf. Münster in der Anfangsphase in der eigenen Spielhälfte eingeschnürt. Dann ein erster Angriff. Ball zu Schauerte. Schauerte löst sich. Cueto kommt noch hin und macht das Tor. 1:0 für Münster in der 14. Minute. Hildmanns Mannschaft nutzte ihre erste Chance. Schauerte nicht im Abseits und dann Cueto mit dem Kopfballtor. Und hier nochmal die zweite Zeitlupe. Kein Abseits, kein bildlicher Beweis, aber zumindest ein recht sicherer Beleg auch für diesen Ball. Cueto hinter dem Ball an der 5-Meter-Raumlinie. Ein reguläres Tor. Und Münster legte nach. Zweiter nennenswerter Angriff. Und wieder geht's über den bärenstarken Schauerte. Der kassiert Marseiller, bringt den Ball vors Tor. Und da ist Marco Königs. Und er tippt ihn rein ins lange Eck zum 2:0 in der 24. Minute. Wahnsinn, diese Effektivität. Schauerte mit seinem zweiten Assist und Königs mit seinem zweiten Tor, seit er im Januar von Hansa Rostock nach Münster wechselte. Münster so effizient wie schon beim Heimspiel gegen Halle. Die nutzen einfach ihre Chancen richtig gut. Und von Unterhaching gab es viel Ballbesitz zu sehen, aber keine Abschlüsse. Diese Szene noch die beste. Der Schuss von Fuchs in der 38. Minute. Pausenstand 2:0. Schromm frustriert, aber seine Mannschaft zeigt in Hälfte 2 eine Reaktion. Und zwar diese. Vollgas-Fußball. Direkt vom Anpfiff weg spielten sie nach vorne. Marseiller. Und jetzt wird's sehr aufregend. Der eingewechselte Müller. Und dann Dombrovka. Alle schreien Hand. Und Schiedsrichter Lukas Behnen gibt den Halbelfmeter. Die Hachinger jubeln. Wir haben den Elfer. Und dann liegt da Steurer am Boden. Hart getroffen im Gesicht. Hildmann sagt, das war kein Handspiel. Hier ist die Hand von Scherrer da oben. Aber tatsächlich, Steurer wird mitten im Gesicht getroffen. Achten Sie jetzt bei ihm auf die Hände. Die sind beide hinten am Rücken. Das war im Leben kein Handspiel. Aber es gibt den Handelfmeter. Aber dann bespricht sich plötzlich Lukas Behnen, der Schiri, mit seinem Assistenten. Und er kommt tatsächlich, liebe Leute, ohne Videobeweis zum Ergebnis. Er hat nur den Ball ins Gesicht bekommen, kein Elfmeter. Zankereien an der Linie, dabei war das eine Mega-Entscheidung von Lukas Behnen. Eine Entscheidung im Sinne des Sports. Er nahm den Handelfer zurück, auch ohne Videobeweis, denn es war keiner. Und es blieb ein emotionales, heißes Spiel. Unterhaching spielte nach vorne mit Leib und Seele. Und Münster verteidigte mit allen Emotionen, die du brauchst. Und dann Felix Schröter, Tor! 2:1 in der 76. Minute. Felix Schröter, einst in der Schalker U19 Meister geworden, in derselben Mannschaft wie Leroy Sané. Mit dem ist er Meister geworden. Und jetzt trifft er hier für Unterhaching zum Anschlusstreffer. Die Gäste mit einer bärenstarken zweiten Hälfte, sie investierten, sie probierten und Münster kämpfte dagegen. Welch ein Spiel. Nächster Angriff der Gäste, 88. Minute, Strohengel einmal, Strohengel zweimal. Aber Schulze Nihus, der Stein in der Brandung, war das ein Kampf. Die Riesenchance nicht genutzt und dann war Schluss. Sascha Hildmann, welch ein Fight seine Mannschaft. Er kämpft einen Sieg des Temperaments. Wir haben dann alles versucht, alles reingehauen. Ja, mit allen Mitteln, mit allen erlaubten Mitteln. Leider hat es am Ende nicht gereicht. Münster war dann hinten, nur noch hinten drin und hat dann am Ende eben 2:1 gewonnen, weil wir kein Tor mehr geschossen haben. Und so kurz nach dem Spiel ist es ziemlich scheiße. Dieser Sieg heute aufgrund der Konstellation, der Tabelle und so weiter. Wir mitten im Abstiegskampf und haben uns heute mit viel Leidenschaft einen Sieg geholt. Sascha Hildmann, auch Minuten nach Abpfiff im Kreise seiner Mannschaft noch on fire nach diesem emotionalen Fußballspiel. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.